Servus und hallo zur Wochenwettershow für Kitzbühel. Der Name Kitzbühel steht für zwei Dinge: Sport und Lifestyle. Und genau darum geht es in dieser Woche. Nun aber zuerst zum Wetter. Und das sah am vergangenen Donnerstag richtig gut aus, wie hier unsere Livecam am Hahnenkamm zeigt. Die Sonne schien bei strahlend blauem Himmel und auf den Pisten gab es perfekte Skibedingungen. Und am Dienstag geht es genauso sonnig weiter. Teilweise scheint die Sonne dann auch wieder ungestört und auch am Mittwoch gibt es zunächst noch recht viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf werden die Wolken jedoch dichter und am Abend fängt es an zu regnen. Oberhalb von rund 1000 Metern fällt dann Schnee. Die Höchstwerte liegen dabei in Kitzbühel bei rund 7 Grad und auch auf dem Kitzbüheler Horn und am Hahnenkamm ist es nicht wirklich kalt. Und nun geht's in den sportlichen Teil. Noch bis zum 17. Jänner dreht sich in Kitzbühel nämlich alles ums Freeriden. Bis Samstag finden in Kitzbühel noch die Freeride Weeks statt. Es geht um perfektes Skifahren in unberührter Natur. Dabei können Sie direkt am Hahnenkamm das neueste Material testen. Es gibt Vorträge und Filme und geführte Touren mit den Profis und Skischulen. Und abends wird dann natürlich zusammen gefeiert. Auch der Donnerstag ist noch ein recht guter Ski- und Freeride-Tag. Es sind zwar einige Wolken unterwegs, die Sonne zeigt sich nicht mehr ganz so häufig. Es bleibt aber meistens trocken bei maximal 6 Grad. Am Kitzbüheler Horn und am Hahnenkamm gibt es Höchstwerte um den Gefrierpunkt. Deutlich ungemütlicher wird der Freitag. Es fällt immer wieder Schnee und teilweise schneit es richtig kräftig. Am Vormittag fällt unterhalb von 1400 Metern noch Regen. Im Laufe des Nachmittags sinkt die Schneefallgrenze jedoch bis ins Tal. Es wird dann überall weiß. Und nun geht es zurück zum Sport. Kaum eine andere Sportart vereint Sport und Lifestyle so gut wie Polo. Vom 15. bis 18. Januar findet vor den Toren der GAMS statt der Valartis Bank Snow Polo World Cup statt. Es ist das weltgrößte Poloturnier auf Schnee. Los geht es am Donnerstag mit dem großen Einzug der Mannschaften in die Kitzbüheler Innenstadt. Von Freitag bis Sonntag gibt es schließlich die Spiele in Reit bei Kitzbühel. Der Eintritt ist übrigens frei, also schauen Sie doch mal vorbei. Dabei kann es auch am Wochenende immer wieder mal schneien, vor allem am Samstag. Zwischendurch scheint aber auch die Sonne. Es wird also leicht wechselhaft. Die Temperaturen gehen dabei Tag für Tag ein wenig zurück. Am Samstag bekommen wir im Tal noch plus 2 Grad, am Montag werden nur noch Höchstwerte um den Gefrierpunkt erreicht. In 2000 Meter ist es frostig kalt mit Höchstwerten um minus 6 Grad. Alles in allem gibt es also recht gute Wintersportbedingungen. Kitzbühel macht somit in dieser Woche seinem Namen als legendärste Sportstadt der Alpen wieder alle Ehre. Es gibt frischen Pulverschnee, aber auch edles Ambiente beim Polo. Genießen Sie Ihren Winterurlaub in der GAMS-Stadt und bis bald!